Was wird uns die Wahrheit bringen, meine lieben Freunde? Erlösung oder doch nur das Ende? Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part haben wir alle unsere Erinnerungen, unsere versiegelten Erinnerungen zurückgehalten und haben noch ein letztes Mal mit Axel gekämpft. Tja, unseren damaligen besten Freund. Wir wissen jetzt wieder, wo wir eigentlich herkommen, aber wir wissen auch, dass wir nie wieder zurück können. Und ja, unser Schicksal ist es jetzt, durch diese Tür zu gehen, um herauszufinden, was uns dort erwartet. Ich gucke erstmal in mein Tagebuch, was Roxas dazu sagt. Ich besiege Axel und er hinterlässt die Worte, wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Dann verschwindet er in ein schwarzes Loch. Ich muss noch tiefer ins Herrenhaus vordringen. Immer dein Ziel vor Augen, Roxas, immer dein Ziel vor Augen. Okay, los geht's. Donald? Goofy? Okay, wenn hier Donald und Goofy sind, dann können wir ja nur erahnen, wer hinter dieser Tür sein wird. Aber kann es wirklich sein? Donald schläft hier drin. Goofy schläft hier drin. Sieht so aus, als könnte man sie immer noch benutzen. Für wen überhaupt? Okay, meine lieben Freunde. Jetzt gibt's wirklich kein Zurück mehr. Erfüllen wir unser Schicksal. Endlich! Der Auserwählte des Schlüsselschwerts. Zu wem sagst du das? Zu mir oder Sora? Zu Soras Hälfte natürlich. Du lebst in der Dunkelheit. Ich benötige jemanden, der im Reich des Lichts wandeln und die Organisation 13 vernichten kann. Warum? Wer bist du? Ich bin ein Diener der Welt. Und wenn ich ein Diener bin, dann kannst du dich bestenfalls als Werkzeug betrachten. War das etwa witzig gemeint? Denn ich muss nicht lachen. Tut mir leid, das ist nur eine auf Daten basierende Projektion meiner selbst. Ich hasse dich so sehr. Gib einen Teil dieses Hasses an Sora weiter. Er ist viel zu nett, das bekommt ihm nicht. Nein! Mein Herz gehört mir! Sora. Ich beneide dich. Meine Sommerferien sind wohl vorbei. Sora! Wer ist da?
Sora! Sora, wach auf! Was für ein Mittagsschläfchen. Du meinst, wir haben geschlafen? Offensichtlich, sonst wären wir doch jetzt nicht im Schlaftrunk. Wann, glaubt ihr, sind wir eingeschlafen? Mal sehen. Wir haben Ansem besiegt. Ja. Den Frieden wiederhergestellt. Kairi getroffen. Oh ja, und dann haben wir wieder nach Rico gesucht. Kommt das so in etwa hin? Und weiter? Was sagt denn dein Tagebuch, Jiminy? Da steht nur ein Satz. Namine danken. Wisst ihr, wer das ist? Es ist ja ein tolles Tagebuch. Gehen wir doch erstmal hinaus und sehen nach, wo wir sind. Leute, wir sind wieder Sora. Er ist aufgewacht und er ist gewachsen. Naja, es ist ein Jahr vergangen. Was erwartet man? Sora ist mittlerweile 15. Neue Abilities. Von Donald, Donald Blitz und Donald Vita. Ja, hier ist es so, dass das sogar Abilities sind. Man kann die ausschalten. Löst ein Blitzbombardement auf den Gegner aus und stellt die HP der Gefährten wieder. Viel cooler, dass er gleich Vita von Anfang an kann. Und Goofy kann den Goofy streichen, lässt Goofy wiederholt aus der Distanz sein Schild auf den Gegner werfen und Item Boost, wie wir es selbst auch haben. Yay. Wir haben das gleich alles von Roxas übernommen, ja. Roxas ist jetzt anscheinend mit uns vereint, keine Ahnung, weil gesagt wurde ja, wir sind, also Roxas war die Hälfte von Sora. Und Sora brauchte ihn, um wieder aufzuwachen. Und jetzt ist er wach. Das heißt, Roxas ist mit ihm eins geworden anscheinend. Twilight Town sind wir. Zusammenfassung. Sora, Donald, Goofy und ich erwachen in einem mysteriösen Herrenhaus. Es war ein langer Schlaf. Alle Erinnerungen sind weg. Nächstes Ziel erstmal draußen umsehen, ja. Sora, Donald und Goofy und auch Jiminy haben alle Erinnerungen aus Rechain of Memories bzw. Chain of Memories vergessen. Also nicht vergessen, sie wurden einfach wieder umgezwitcht. Sie sind noch da, hat ja Namine am Ende von Rechain of Memories gesagt. Sie sind noch da, aber die Ketten, diese Chain of Memories eben, sind auseinander, die Glieder der Kette, sodass er sich nicht daran erinnern kann. Wenn sie vereint werden wieder, dann könnte er sich auch daran wieder erinnern, aber sie sind halt momentan versiegelt in seinem Kopf, die Erinnerung an das Schloss des Entfallens. Da erinnert er sich auch gar nicht daran, an die Organisationsmitglieder, die er gebasht hat. Naja, Charaktere. Sora, unser alter Kumpel, der vom Schlüsselschwert auserwählte Held, der vor einem Jahr die ganze Welt gerettet hat. Zusammen mit Donald und Goofy hat er in diesem mysteriösen Herrenhaus für lange Zeit geschlafen. Während seines Schlummers scheint er ordentlich gewachsen zu sein. Das Coole ist ja, wir sind ja im Schloss des Entfallens in diese Kapsel reingegangen. Das heißt, wir wurden von dem Schloss bis hierher irgendwie transportiert. Keine Ahnung wie, aber wir wurden transportiert. Donald Duck! Der königliche Hofmagier, genau wie Sora, war Donald in einem tiefen Schlaf gefallen, wachte aber kurz vor Sora wieder auf. Sie sind glücklich, nach so langer Zeit wieder vereint zu sein, aber wer weiß, was noch vor ihnen liegt. Und Goofy, Hauptmann der königlichen Ritter, genau wie Sora war auch Goofy in einen tiefen Schlaf gefallen. Er weiß nicht, warum er schlief, aber erst nach seinem Päuschen wieder völlig erholt und bester Laune. Wer weiß schon, was die drei wieder vereinten Freunde noch alles erwartet. Naja. Geschichte. Sora vernimmt Stimmen, die nach ihm rufen und erwacht in einem fremden Herrenhaus. Wir müssen hier eine lange Zeit geschlafen haben, können uns aber nicht daran erinnern, wie wir herkamen und warum wir schliefen. Und im Tagebuch steht ja Namine danken, weil Jiminy ja gesagt hat, dass er das in sein Buch schreibt, damit sie sich daran erinnern, wer sie ist, aber es hat anscheinend ja nichts gebracht. Album, eine Nachricht. Namine danken. Na denn, Schätze. Viele Schätze. Karten. Oh, die haben wir sogar schon alle. Ui. Beziehungen. Beziehungen. Das haben wir schon. Ach nee, doch nicht.
Vor einem Jahr verließen er und Goofy Schloss Disney auf der Suche nach König Mickey. Auf ihrer Reise trafen sie Sora und wurden Freunde. Nachdem sie Sora geholfen hatten, die Welten vor der Dunkelheit zu retten, setzten die drei ihre Suche nach König Mickey fort, der im Reich der Dunkelheit zurückgeblieben war. Doch noch bevor sie den König gefunden hatten, fielen die drei Freunde in einen tiefen Schlaf. Goofy, Hauptmann der königlichen Ritter. Vor einem Jahr verließen er und blablabla. Unterwegs schon sie Sora und gehorchten dem Befehl, dem Träger des Schlüsselschwerts zu folgen. Nachdem sie Sora geholfen hatten, die Welt vor der Dunkelheit blablabla. Aber wie Donald und Sora fiel auch plötzlich in einen tiefen Schlaf. Was Goofy wohl tat, kurz bevor er einschlief, das willst du nicht wissen. Sora, einer gar sonderbaren Waffe, das Schlüsselschwert. Vor einem Jahr begab er sich auf die Suche nach seiner Freundin Kairi, die von der Dunkelheit verschlungen worden war. Er trat die Reise zusammen mit Donald und Goofy an. Letztendlich retteten sie mit dem Heldenmut die ganze Welt vor der Bedrohung durch die Dunkelheit. Danach ergab es sich, dass er unterwegs in einen tiefen Schlaf fiel. Jetzt, wo er endlich wieder wach ist, kann er sich nicht daran erinnern, warum er eigentlich eingeschlafen ist. Kairi, Freundin von klein auf von Sora und Rico, sowie eine der 7 Prinzessinnen, die der Schlüssel zur letzten Tür zum Reich der Dunkelheit sind. Vor einem Jahr wurde sie von der Dunkelheit verschlungen. Sora und Rico versuchten jeder auf seine Weise, sie zu retten. Ja, Rico hatte die besten Absichten natürlich. Leider hatte er sie wirklich, aber er ist es ziemlich falsch angegangen. Ihnen ist auch zu verdanken, dass sie zu ihrer Heimatinsel zurückkehren konnte. Doch sie hat all ihre Erinnerungen an Sora verloren. Und schon bald kamen sie auch davon ab, die kleine Insel zu besuchen, auf der sie immer alle zusammen gespielt hatten. Ja, wir haben ja endlich mal auch die Heimatinsel gesehen, wo sie gewohnt haben. Ich habe ja in Teil 1 gesagt, sie wohnen nicht auf dieser Insel, wo wir bei den Inselschicksals waren, sondern auf einer separaten Insel. Aber niemand hat mir geglaubt. Nein. Anselm, mysteriöser Mann, der sich der Kraft der Dunkelheit bedient. Was sind seine wahren Absichten? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Noch mehr. Charaktere. Andere. Selfie. Ein Mädchen, das auf derselben Inselgruppe wie Sora und die anderen lebte. Sie spielte oft mit Sora und den anderen Jungs zusammen. Selfies Verbleib war unklar, nachdem ihre Inselgruppe hinweggefegt wurde. Doch dank Soras Heldentaten vor einem Jahr konnte sie nach Hause zurückkehren. Jiminy Grille, schön, dass du meinen Eintrag liest. So ein Narzisst. Grille ist mein Name, Jiminy Grille. Königin Minnie hat mich gebeten, als königlicher Chronist mit auf der Reise zu gehen. Und was das für eine Reise war. Außerdem helfe ich Pinocchio als sein Gewissen aus. Im Abenteuer damals haben mir Sora und Goofy dabei geholfen, ihn auf den Vaterturm zurückzuführen. Pluto, der treue Hund des Königs, aber Pluto ist nicht nur ein Haustier. Ihn und König Mickey verbinden die stärkste Bande, die es gibt, Freundschaft und Loyalität. Als der König verschwand, begab sich Pluto mit den anderen auf der Suche nach seinen Herrn. Hoffentlich führt ihn seine berühmte Spürnase zum König. Okay, Freunde, genug des random Geplänkels. Es geht los, Mann. So eine chillige Mucke. Du kannst von jetzt an den Status der Mitglieder deiner Gruppe vom Hauptmenü aus einsehen. Alle Abilities von Roxas und die Taler wurden an Sora weitergegeben, vor allem die Taler. Jiminys Tagebuch enthält Hinweise darauf, was als nächstes zu tun ist, um Einträge zu vergangenen und Einträge zu vergangenen Ereignissen. Habe ich schon alles gelesen. Geh nicht wieder zurück zum Herrenhaus, du könntest wieder in einen tiefen Schlaf fallen. Wir sollten ohnehin überprüfen, was das hier für ein Ort ist. Ich bin richtig aufgeregt. Yay! Du hast so lange geschlafen, vielleicht bist du noch nicht ganz bei dir, Sora. Keine Sorge, wenn du nicht mehr weißt, was du zu tun hast, sieh in Jiminys Tagebuch nach. Okay. Aber rumgucken kann ich mich ja hier noch. Cool. Oh, eine Schatztruhe. Die Hosen sind ihm viel zu klein, ey. Ich finde, Sora hält sein Schlüsselschwert in dem Spiel richtig stylisch. Ich finde das voll cool. Geil, 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 geil. Du. Ein Mithril-Splitter. Wir sind ja wieder in Twilight Town, allerdings mit einer anderen Mucke. Die Mucke, die wir bei Roxas gehört haben, werden wir nie wieder hören. Die hatte leider nur Roxas und das ist halt Soras Twilight Town Mucke. Finde ich auch ganz chillig, aber die von Roxas ist irgendwie ein bisschen chilliger. Da, 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 da. Voll abgebläht, yeah, Mann. Wisst ihr, ich glaube, ich war schon mal in dieser Stadt. Und wie heißt sie? Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Was wollt ihr denn? Nichts. Wir haben uns nur gefragt, was hier hinten ist. Jetzt wisst ihr's. Das ist unser Treffpunkt. Was? Wir treffen uns zum ersten Mal, oder? Ich bin Pence. Heiner, echt nett, euch kennenzulernen, aber ich habe noch was zu erledigen. Ich heiße Olette.
Hey, habt ihr schon den Sommerferienaufsatz geschrieben? Freie Themenwahl ist echt schlimm, was? Aufsatz? Und wie heißt ihr drei? Oh, Entschuldigung. Wir sind Sora, Donald und Goofy. Hallo. Sora, Donald, Goofy, wir haben gerade jemanden getroffen, der euch gesucht hat. Der hatte es echt eilig. Er trug eine schwarze Kutte, ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Aber er hatte diese großen, runden Ohren. Der tut es! Wo habt ihr ihn gesehen? Am Bahnhof. Am Bahnhof, danke. Nun, wir sollten uns wieder um unseren Aufsatz kümmern. Also dann. Oh, ja, prima. Tortuga sucht uns. Ja, auf zum Bahnhof. Tja, vermutlich befinden wir uns jetzt nicht mehr in der Datenwelt, sondern im richtigen Twilight Town. Oh je. Na, immerhin. Und Mickey sucht uns. Hey, in Teil 1 haben wir ihn nur ganz am Ende einmal gesehen. Und jetzt sehen wir ihn gleich relativ am Anfang. Ist doch cool. Huch, Hallöchen. Euer Freund, der euch sucht, ist am Bahnhof. Dazu müsst ihr einfach die Anhöhe hinauf. Ihr seht besser nach, was er von euch will. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Wenn du Zeit hast, such dir doch einen Job. Oh, warte, ich glaube, zurzeit ist überhaupt nichts ausgeschrieben. Ist doch voll egal, Mann. Wenn ihr über die Stadt Bescheid wissen wollt, geht zum Turnierplatz. Wir sind beschäftigt. Ich bin sicher, Cyphers Bande wird sich eurer annehmen. Der tut so, als ob er uns in eine Falle locken will. Gehen wir doch hin. Hey, ihr, wo kommt ihr denn her? Sucht ihr Nasen etwa Streit mit uns? Streit? Wir haben nicht vor, uns zu streiten. Hey, ganz schön schwach bist du. Na gut, ihr Schlauberger. Ich zeig euch mal, wie man sich in meiner Stadt benimmt. Kommt schon! Mann, was für ein Idiot. Aha. Augenblick! Wenn ihr schon kämpfen wollt, warum nicht gleich in einem Struggle-Match? Was? Weißt du, Cypher, ich bin ein großer Fan von dir. Was? Was willst du von mir? Ganz einfach. Ich will noch mehr von deinem grandiosen Kampfstil sehen. Du hast im Turnier deine Klasse bewiesen und dann den Titelkampf souverän dominiert. Aber ich krieg eben nicht genug. Verstehst du? Deine Kämpfe sind immer viel zu kurz. Wie heißt du, Junge? Sora. Sora, wenn du kämpfen willst, dann gibst du mir einfach Bescheid. Okay, dann hat anscheinend in der echten Twilight Town Welt Cypher das Turnier gewonnen. Okay, warum nicht? Augenblickliche Vernichtung. What the fuck, Mensch? Ja. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber gegen Cypher habt ihr keine... Was? Habt ihr beim Struggle nicht die geringste Chance, klar? Ob in einem Straßenkampf oder beim Struggle gegen jemanden wie dich, verliere ich nicht. Warum kommst du nicht in 10 Jahren nochmal, versuchst du es dann? In 10 Jahren nochmal, versuchst du es dann? 10 Jahre, Mann? Dann bin ich 25. Bin ich ein alter Sack, ey. Kein Interesse. Du möchtest dich im Kampf messen? Fein, zuerst möchte ich sehen, wie stark du bist, aber ich habe momentan keinen Gegner für dich. Du wirst also warten müssen, kannst aber so lange schon mal in dich gehen. Okay, also kämpfen kann ich nicht. Aber wisst ihr was, meine lieben Freunde, der Part ist jetzt zu Ende. Im nächsten Part werden wir zum Hauptbahnhof gehen und dort wahrscheinlich auf König Mickey treffen. Oh, I'm so excited and I just can't hide it. Das Schicksal von Roxas hat jetzt ein Ende anscheinend genommen. Und jetzt immer wieder der Happy Sora. Seht euch an, wie seine Ballenhosen fliegen. Fliegen? Fliegen. Und wir haben wieder Donald und Goofy an unserer Seite. Ach, die beiden Stinker. Und wir sind jetzt größer als Goofy mittlerweile. Im Kingdom Hearts 1 waren wir noch kleiner. Hallo. Oh je, Mini. Jetzt kann ich gar nicht mehr in seinen Mund reingucken. Das war doch immer das Beste in der Ego-Perspektive. Aber egal. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Tschüsselchen.